Zillingtal ist bekannt als kleines gallisches Dorf, wenn ich das so ausdrücken darf. Wir haben mit der Bevölkerung, mit den Vereinen schon einige verrückte Dinge gemacht. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, bei diesen Temperaturen, was heute geleistet und vorgeführt wird, es gibt, glaube ich, noch viel mehr Verrückte und viel größere Verrückte auf der Welt. Es ist gigantisch, was die leisten. Da halten die Leute wirklich alle zusammen, da ziehen alle an einem Strang und machen alle mit. Und das ist das Schöne. Ich bin stolz und ich mache seit 23 Jahren diesen Job als Bürgermeister sehr gern. Und speziell, wenn man dann so etwas miterleben darf, dann sage ich, das gehört gefördert, das gehört unterstützt und da muss man als politische Gemeinde auch dahinter sein, dass man sagt, da mitzuwirken und tatkräftig zu arbeiten. Ich glaube, wir müssen nicht in den Garten schmeißen, aber wir schauen, dass wir zumindest alles andere organisieren, dass es hinhaut.